Nikolaus Scherak von den NEOS. Unseren Antrag gesprochen über die Ausweitung des freiwilligen sozialen Jahres. Und ich glaube, wir sind alle der gleichen Meinung, dass eine wesentliche Herausforderung ist, wie wir Asylberechtigte in Österreich langfristig und nachhaltig in den Arbeitsmarkt integrieren und dass es da sinnvolle Vorschläge braucht. Deswegen bin ich auch immer wieder verwirrt, wie die Regierungsparteien sich nicht alle offensichtlich, die Freiheitlichen sind nicht der Meinung, aber immer wieder viele Vorschläge kommen, die alle ganz unterschiedlich sind. Wir hören unterschiedliche Zahlen, 1 Euro, 2,50 Euro. Die Frage ist, sind es nur Asylwerber, sind Asylberechtigte, darf man sie verpflichten, darf man sie nicht verpflichten und. Und wir haben eigentlich immer vorgeschlagen, dass es eine Lösung gäbe, die für die einfachste wäre, das heißt nämlich den Arbeitsmarkt nach 6 Monaten zu öffnen, auch schon für Asylwerber. Dann gibt es erstens einmal keine Ungleichbehandlung, dann bräuchte man keine Sonderregelung und wir hätten auch nicht diese Problematik, die wir jetzt wohl haben werden, dass wir einen Wettbewerb zwischen gemeinnützigen Tätigkeiten, die an und für sich auch privatwirtschaftlich geleistet werden können und eben genau diesen Tätigkeiten auf Seiten der Privatwirtschaft haben werden. Und die Konkurrenz ist eine äußerst schwierige, die dann da entstehen wird. Aber um genau zu unserem Antrag nochmal zurückzukommen zum freiwilligen sozialen Jahr. Ich glaube, dass das eine sinnvolle Maßnahme war. Wir haben das damals auch unterstützt, dass wir das freiwillige soziale Jahr für Asylberechtigte haben. Aber, ich sage ich ja, Herr Kollege Wurm, Sie müssen nur zuhören. Ich habe gerade gesagt, für Asylberechtigte. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Also, freiwilliges soziales Jahr für Asylberechtigte, nochmal für den Kollegen Wurm. Das sind die, die einen Asylstatus schon haben, das wissen Sie ja. Und dementsprechend wollten wir hier eine sinnvolle Ausweitung des freiwilligen sozialen Jahres, weil wir leider merken, dass wir das vor einem Jahr beschlossen haben und es jetzt einfach noch sehr, sehr wenige gibt, die in diesem freiwilligen sozialen Jahr Fuß gefasst haben. Und deswegen haben wir vorgeschlagen, dass wir einerseits die Hürden, und die sind halt da, weil Gemeinden hier eben nicht die Möglichkeit haben, darauf zuzugreifen. Und ich verstehe nicht ganz, was die Überforderung der Gemeinden wäre. Ich glaube, die könnten auch zwischen den unterschiedlichen Maßnahmen unterscheiden und die richtige wählen. Einerseits die Hürden hier zu senken und andererseits natürlich zu schauen, dass es einen Anreiz gibt. Weil es ist schon verständlich, wenn ich momentan keinen Cent zusätzlich verdiene, wenn ich das freiwillige soziale Jahr mache, dass ich keinen Anreiz habe und dementsprechend auch sehr wenig Asylberechtigte davon dann auch Gebrauch machen. Wir sind genauso wie ja sonst die ÖVP auch immer der Meinung, dass Leistung sich lohnen muss. Und wir sind auch der Meinung, dass immer, wenn jemand was arbeitet, er mehr Geld zur Verfügung haben muss als jemand, der nicht arbeitet. Und deswegen braucht sie auch diese Anpassungen beim freiwilligen sozialen Jahr. Und ich finde es schade, dass sie nicht entsprechend zustimmen werden. Am Wort ist der Appell Johann Höfinger. Sagt Nikolaus Scherak von den NEOS.